Willkommen zum letzten Meta-Match mit Snake Eyes und heute denke ich an den Würfel. Und der Würfel hat gesprochen. Anyway, wir spielen gegen Observer. Und wir aktivieren mal ein Wanted, I guess. Ja. Wieder nicht in der Main-Phase gemacht, aber okay. Dann sterben wir halt und roll. Ja, ich hatte noch den Würfel in der Hand. Okay, kein Draw. Dann Discard Poplar, I guess. Ja. Nummer 1. Chain blocken wir. Brauchen wir nicht. Nee, eigentlich nicht. So, dürfen wir Spoils suchen? Wir dürfen. Dann Normal Summon, Normal Summon. Dann machen wir. Na. Hallo? Ja. Okay. Könntest du bitte? Was war das denn gerade? Der Button ist abgehauen. Ja, nächster Poplar, ja, wir hätten es auch anders, oder? Machen können. Ja, Poplar. Wir hätten das Play auch komplett anders machen können und das wäre besser gewesen. Was meinst du? Ups. Wir hätten erst Ash normeln können, damit Jet-Synchron suchen können, dann... Jet-Synchron in die Belster werfen. Ja. Ja, stimmt. Wenn jetzt immer noch Sachen machen. Aber es ist jetzt halt nicht mehr ganz so broken. Ja, der große, oder? Nee, an der Stelle legt man, glaube ich, Oak unten rein. Ja. Oder? Ja. Ich meine doch. Und geht dann. Weil wir dann weil wir Flambash mit Ash aus dem Deck holen können, meinst du? Ja. Dann machen wir das. Mit dir. So. Dann geht man jetzt in... In sie, oder? Nein, dann können wir jetzt. Der Original kann den Jet nicht aus dem Deck holen, ne? Doch, Original doch. Kann ihn holen. Original war gerade der, der ihn holen konnte. Dann gehen wir jetzt ins Linkoribo mit. Poplar? Ja. Dann gehen wir jetzt mit Poplar ins Linkoribo. Wo willst du denn hin mit dem Linkoribo? Es zusammen mit Flambeurge weglinken. Damit es im Grave ist. Dann kommen zwei Dudes wieder. Dann legen wir einen Dude weg, um Jet aus dem Jet aus dem Deck zu holen und bauen dann mit der Diabelster und dem Jet Boral Savage und klemmen da das Linkoribo dran. Ja, klingt nach einem Plan. Hoppla, nix Effekt. Nee, du nicht. Dann genau. So, tschüss. Hallo Jet. Genau. Dann ja. Oak und irgendwas, weil Oak das andere zurückholt. Special.
Da kommt der Stein. Was Token? Ja, das war sehr, sehr unsauber in den Stein gespielt. Wir hätten... Das ist die mangelnde Erfahrung, dann würden wir gerne mal Poplar triggern. Wir hätten halt das Problem, dass wir das Linkmonster im Friedhof haben mussten, bevor wir Savage aufs Feld holen konnten. Ja, aber das wäre trotzdem viel sauberer so, gegangen. Flambush. Das ist nur der Jet, genau. Achso, klar, den können wir noch machen. Ja, genau, dann gehen wir mal eine ziehen. Das ist gut für den nächsten Zug. Hier, der konnte Jet-Synchron nicht suchen. Mhm. Das, was man machen könnte, unironisch. Also nicht jetzt, aber grundsätzlich. Gibt's ein brauchbares Level 12 Synchro, was man mit dem Jet und dem Token holen kann? Nein. Schade. Das wäre ein witziger Tag. Ich glaube aber nicht, dass es Sinn macht, jetzt mit Bonfire was zu suchen. Ich würde den nächsten Draw abwarten, weil wir haben ja eh keine Normal Summon mehr. Wohin kommen wir denn jetzt noch? Wir können... Gut, wir könnten Jet zurückholen und was linken. Ja, wir können Jet zurückholen, dann in... Linkuribu gehen und Linkuribu und... Ja, weil Boss Effect Monster. Dann könnten wir... Hat auch nichts im Friedhof. ...oder so ein Krams bauen, aber damit kommen wir auch nicht relevant. Nee, ich würde mir den Jetsicon lieber aufheben. Wir haben Morna und Ash. Und sobald er irgendwas sammelt, kommt ja auch noch Flambush zurück. Okay, das akzeptieren wir jetzt einfach, dass wir nicht spielen können und passen. Also Diabellstar plus Snake, er spielt eigentlich durch 25 Handtraps, ne, nicht durch 25, aber spielt durch 2 bis 3 Handtraps durch, wenn man auch nur halbwegs weiß, was man tut in diesem Leben, aber das wissen wir leider nicht. Scheiße. Yep. Ja. Da sind unsere Handtraps leider nicht gut gegen. Ja, haben wir gerade auch nichts davon, den rauszuspecialen, glaube ich. Mhm. Jo. Oder? Wo mein Schmeißer darauf Morna? Jetzt hätten wir gerne mal. Nein, aber wir hätten jetzt gerne mal die Summon. Das kann sich was fangen. Das ist eher das Morna-Target. Das würde Chain blocken, aber wir können es wählern. Das kann man trotzdem mornern. Achso, klar. Stimmt, der liest sich ja so. Der ist ja nicht direkt gechained, oder dich natürlich nicht. Ja. Das bringt zwar nicht allzu viel, den Search zu verhindern, aber... Das hält ihn ein bisschen auf, immerhin. Ja, das ist halt so, das... Also, anscheinend ist halt so das Deck, wo so Morna und Veiler halt so am schlechtesten gegen sind mitunter. Ja, deswegen hält man gegen das Deck auch Imperm immer für den eigenen Zug, um dann den Boy aufzuhalten, der... Oh, das ist ein Veiler-Target. Ja, aber also wenn er den Effekt dann aktiviert. Nein. Ja. Das braucht er nicht. Okay, damit kann er ein bisschen extenden. Ja, weil er den nochmal loopen kann. Aber es liegt auf jeden Fall wesentlich weniger, als hätte liegen können.
Oho! Oh! Einmal den Brick. Zwei blaue. Ja, musst du wahrscheinlich, weil du den roten halt nur einmal hast, ne? Naja, klar. Geht auf Exis, okay. Ja, muss er. Er muss ja irgendwie unseren Flambush aufhalten können. Jetzt kann er ihn aufhalten. In den Flambush könnte er einfach mit Nibiru crashen, theoretisch. Okay, außer er linkt ihn weg. Nein, Mensch, ich meine den Graveyard-Effekt. Ach so, ja. Den muss er aufhalten. So, dann linkt er ihn erstmal weg, weil ansonsten wird er ihn nicht los. Und holt wahrscheinlich den ganz großen Dude. Ja. Na dann triggern wir mal. Might as well, dass er mal den Effekt raus hat. Ja. Der ist eh nicht once per turn, also wir müssen einfach die Materialien wegbekommen. Jo. Oh, das ist noch ein guter Karte auf der Hand zu haben. Man triggert ja doch mal bei allem, wenn was zerstört wird, wenn er was auf dem Feld zerstört, was nicht Abomination ist. Und in der Endphase. Hi. Hi. Bist du once per turn? Ja, schade. Ja, das ist das. Das ist jetzt aber wirklich nur der Jet Synchron, ja. Dann aktivieren wir mal Bonfire, I guess. Ich meine, wir kennen ja alle Karten. Das ist genau, das sind die beiden Unchained Traps halt. Genau, dann Normal Summon Ash. Achso, wir sind schon durch weiter Poplars durch, glaube ich, kann das sein? Ja. Kann es. Das ist ja jetzt nur noch Ash als Target, ne? Das ist Linkuribu, das ist okay. So, ja. Okay, also Ash-Effekt können wir da... Achso, klar, den haben wir noch. Okay, also wenn wir Jet Synchron machen, würde daraufhin Caesar anketten und das verhindern wahrscheinlich. Richtig, machen tun wir es trotzdem. Ja, dann tschüss Ash, I guess. Tschüss Bonfire. Ja, ist beides useless. Oh, wir dürfen. Okay. Am geschicktesten wäre es, wenn wir jetzt Ash-Effekt aktivieren könnten, aber das würde auf jeden Fall Caesar. Der Riffing ist halt auch nicht weiter. Ich meine, gut, Typhon kann theoretisch Abomination abstellen, aber so what? Ash sendet sich selber und eine offene Karte? Ja. Du face up cards you control, including this card. Und dann wird er Caesar machen und dann haben wir gar nichts mehr. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn wir jetzt SP bauen, dann kettet er die Trap, dann gehen wir in Response mit SP raus. Wir können SP... Achso doch, wir können SP mit Effekt holen, weil wir Linkuribo zurückholen können. Wenn wir jetzt Linkuribo aktivieren, indem wir zum Beispiel Ash wegräumen, dann kann er das theoretisch negieren. Ist Linkuribo ein aktiver Effekt? Ja. Du tributest für Kosten. Ja, okay. Das ist perfekt. Aber dann haben wir auch wieder nur ein Viech auf dem Feld. Wir machen Linkuribo und Tributen dafür mal den Jet. Schauen wir mal, was passiert. Also wenn er mitgezählt hat, würde er das jetzt negieren, weil er weiß, dass wir nichts mehr haben. Weil er kennt ja die Ash auf unserer Hand. Oh, er negiert's nicht.
Nein, das ist auch korrekt, das nicht zu negieren. Das kann er nicht negieren. Ja. Kann das, das ist nämlich das korrekte Play. Stimmt, die hat er ja auch noch gehabt. Und dann schieben wir hier mal an der Stelle unauffällig. Okay. Ja, das wollten wir nicht gewinnen, schade. Dann. Okay, also Unchained und wir gehen first. Cosmic ist eine saugute Karte. Summon Limit ist eine saugute Karte. So. Bei den Angels kann man ein bisschen runterkarten. Wailer und Mona können raus. Und. Nein, das. Wir lassen einen Wailer drin als Crossout-Target. Und schmeißen dafür einen Nip raus. Ja. Und wir lassen noch einen Mona drin als Target. Gleiches. Dann noch einen Nip raus oder. Ja. Ja, und dann go. Ja, weil die anderen sind ja alle nicht so pralle. Er hat. Ja, ist das go? Ja, gut, ich meine, er hat ein paar Darkness-Targets, aber nicht genug, dass die sich lohnen würden. Wir können das Talents. Wollen wir das? Nee, das Talents brauchen wir. Das Talents ist live. Das Talents ist live. Passt. Dann ist das go. Für Lullaby haben wir auch kein Target, also ja. So. Okay, ja gut, das ist recht eindeutig dieses Mal. Ja, mit Simon Ash und schauen wir, wo wir landen. Okay, der hat was. Oder auch nicht. Dann. Poplar, I guess. Poplar, Träger Poplar. Aktivieren und such viel Spell. Mhm. Okay, such nicht viel Spell. Okay. Okay. Dann. Wo wollen wir jetzt hin? Dann haben wir hier ein paar Möglichkeiten. Und zwar gehen wir dann jetzt an der Stelle mit Poplar in Linkoribe und packen den Poplar unten wieder rein. Und legen dann Poplar und Snake und Ash weg für deren Effekt. Ja, das ist die Idee. Ja, sehe ich. Und wenn das sich dann, weil die Idee ist, dass das sich dann die zweite Handtrap fängt und dann haben wir das Hard Draw Original für den finalen Push. Mal gucken. Mhm. Oh. Ja. Dann, wenn das so ist, gehen wir jetzt. Wenn das so ist, gehen wir jetzt für Oak. Ja, weil Oak kann dann reviven. Ja. Und dann kann Spoils für Jet Synchron gehen, theoretisch, wenn wir das noch wollten. Genau, dann geht Oak jetzt. Ash zurückholen, einfach nur damit die beiden in Rotation sind. Ja, sind eh beide Effekte raus, also wurscht. Special Summon bitte. Mhm. Oh, ist das wieder ein Nip? Ne, der wäre jetzt gekommen. Das war Summon Nummer 5, ja. Dann Oak-Effekt, Send, diesmal Linkoribo. Bitte nicht Ashen. Ja, du. Mhm. Dann geht man hier für IP. Und triggert dann mal einen Effekt. Mhm. Okay, hat auf jeden Fall was, ziemlich sicher. So ist ja wurscht, welche. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Princess. In die Princess, ja. Da kann die den Stufe 8er zurückholen. Aber dann ist es. Aber dann frage ich mich, was er noch hat, weil Nibiru wäre jetzt gekommen. Ja. Aber jetzt brauchst du ihn nicht mehr machen. Jetzt liegt dann Princess im Grave. Okay, ja, dann Effekt. Ja, dann kommt der Drache zurück. Okay, Drache kommt nicht zurück. Ruhe? Mhm.
Okay, schade, kein Stufe 10 Synchro für uns. So, was können wir jetzt da noch bauen? Ja, hier Stufe 4. Diverses. Ja, wir können alles bauen, weil ja. Wir... Was haben wir im Grave? Blinkuribu. Ah ja. Wir könnten jetzt... Also wir können theoretisch einfach in der SP gehen und Go sagen. Und nee, warte, wir sind doch vorher gelockt noch. Nee, halt schon mal nicht, sind wir nicht. Das ist heißt, der Effekt von der Princess und die ist ja negiert. Ja, das heißt, wir könnten SP holen. Dann wäre sie im Grave, wir haben SP auf dem Feld, wir haben zwei Handtraps und einen Cyclone. Ja, das ist aber deswegen nicht so geil, weil ich jetzt eigentlich, weil wir eigentlich mit dem Feuermonster auf dem Feld beenden wollen, damit der damit der Friedhofseffekt live ist. Damit der Friedhofseffekt live ist. Das heißt, wenn wir jetzt ein Original zünden, damit den Jet aus dem Deck holen, send Princess. Theoretisch. Mhm, und dann? Dann können wir theoretisch in Formel-Synchron gehen und eine Karte ziehen. Können wir theoretisch in Formel-Synchron gehen und eine Karte ziehen, können dann den Jet zurückholen. Nee, cooler, die coolere Variante ist eigentlich jetzt den Snake Eye Ash für Original wegzusenden. Für Jet, dann Apo und dann Jet zurückholen. Weil Apo ist Bombe gegen den Haufen. Und dann haben wir ein Feuermonster auf dem Board, das wir hochjagen können. Ja. Wenn wir Jet zurückholen. Ich glaube, das ist das Play. Dann machen wir jetzt Original, senden Ash. Negieren es nicht, holen Jet. Genau. Außerdem würden wir mit Formula E keine Karte ziehen, weil... Stimmt, Draw is live. Weil Draw eine gute Karte ist. Ja. Dann gehen wir eine Apo. Und discarden dann den Mourner. Weil der macht am wenigsten. Genau. Ja, Set Cosmic, go. Okay. Ja. Wenn wir Imperm vorausgesehen hätten, wir hätten das Original für, also wir hätten uns das, die Summon vom Oak theoretisch schenken können. Ah, okay. Er geht jetzt hier einfach Battleface? Muss er ja fast. Ja. Er hat aber Möglichkeiten. Er kann entweder auch, was er sonst noch auf der Hand hat. Er kann ja auch den Jet angreifen, damit er die Dinge jetzt abstellen kann, die Princess. Muss er ja. Aber das Problem ist, dann ist halt die Battleface raus. Und dann kann er nicht mehr über Apo drüber rennen. Dann stört ihn Apo. Mhm. Alternative, er crasht in Apo, aber das muss dann natürlich nur in Negate. Und er bemerkt das Dilemma, glaube ich, gerade auch. Holla! You can target up to two, including a fiend monster. Ja. Das ist ja interessant. Wenn wir das jetzt durchlassen und dann mit Apo den Effekt von Sarama negieren. Und dann müsste doch Promethean Princess sich auch noch unchainen können, oder? So nach dem Motto, ja. Dann ist das jetzt okay. Also bis auf die Tatsache, dass er Sarama chainblocken kann, aber davon abgesehen, funktioniert das. Weil der hat ja auch einen Summon-Effekt. Achso, und wir müssen Princess zuerst machen. Weil die direkt auf die Summon triggert. Wir verkneifen uns Princess. Oder? Wenn wir jetzt beide sprengen. Nee, wenn wir jetzt nicht sprengen, dann geht er einfach Battleface. Das heißt, wir sprengen jetzt. Ja. Ja, wir sprengen. So, dann tschüss du.
Und tschüss, du. Ja. Genau. Und das ist nur der linke Ryu, ne? Ja, ja. Ja. Oh, hätten wir jetzt? Hätten wir Link Kuribu daran nicht noch anketten können? Ja. And if... Nein. And if you do, special summon this card. Destroy them, nicht destroy both. Er muss nicht erfolgreich beide zusammenballern. Oh, stimmt. Okay, Apo oder Cosmic? Apo kennt er, Cosmic kennt er nicht. Aber er kann angreifen, wenn wir es Apo machen. Richtig, also machen wir Cosmic. Weil dafür wurde Cosmic bezahlt und das macht er jetzt auch. Genau. Der zerstört nämlich nicht, der banisht bloß. Ich habe immerhin lange genug selber Unchained gespielt, um zu wissen, was für eine absolute Tragödie es mit dem Deck ist, an Apo vorbeizukommen. So, aber jetzt gehen wir Second, wahrscheinlich. Ja. Das heißt, die Crossouts segeln raus, wahrscheinlich? Ja. Und dann einfach wieder die Handtraps rein? Ich überlege gerade. Ich meine, sie sind nicht geil, aber ich meine, irgendwas muss man reintun. Wir könnten Nibiru wieder reintun. Weil um den spielt er in vielen Fällen nicht rum. Und er spielt auf jeden Fall rein. Weil er hat genug Summons, dass er live ist. Ja, ja. Und er kann normal im Normalfall nicht drum rumspielen, wenn er kein insanes Blatt hat. Vor allem, wenn wir noch irgendeine Handtrap daneben haben. So. Und dann hätten wir gerne die... Er sucht nicht genug, dass sich Draw lohnt. Also zwei Mana, zwei Wähler. Ja. Da können wir eigentlich, wenn wir unseren anderen Droll auch rausschmeißen, weil wir ja Dingens hier Crossout gekartet haben. Und dann, keine Ahnung, ein Juice für das Link-Monster, weil das war, glaube ich, Dark. Oder Sarama. Ja, und das Talents kann noch raus. Oh ja, dann zwei Juice Worms. Unsere Live-Draws mit Talents halten sich schwerst mehrfach in Grenzen. Magnum mit Juice Worm, würde ich sagen, ist besser als... Ja, stimmt. Ja, Schibbet. Ich glaube, ich würde es dann so probieren. Okay, wir haben Handtraps. Hoppla, alleine ist theoretisch eine Combo, aber... Theoretisch. Das ist dann die Ash, schätze ich. Hat er gerade den Effekt nicht aktiviert? Das wird mich schwerst mehrfach wundern. Ja, drum. Ja, okay. Ja, Ash. Dass wir Impermalt noch haben. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, okay. Das Ding ist, Ash ist halt ganz gut, um Talents für Draw 2 abzufangen, aber der wird Talents normalerweise für Gucken machen, wenn er es hat. Und dann den Poplar wegschmeißen. Richtig. So, also, Normal Summon ist raus. Das ist ein Dark Contract. Ja. Aber bei der Combo spielt er normalerweise nicht um eine Probe. Jetzt nicht mehr. Ja. Dann suche er mal. Jo. Ja. Zwei. Jetzt ist direkt die Frage, ob er jetzt erstmal in den Xyz geht oder ob er direkt in Yama geht. Also ich weiß auf jeden Fall keinen Mourner. Nein. Die Frage ist eher, ob er, wenn er jetzt Yama baut, ob er dann überhaupt den Mourner da drauf feuern. Wenn wir Mourner feuern, kommt er dann trotzdem... Okay, er macht erst den Xyz. Das ist Nummer 3. Ja. Ich glaube, den Effekt hat der.
Jo. Der Effekt von dem ist sowieso komplett wurscht. Es geht um den Effekt, den er kriegt, weil der andere Ding da drunter klemmt. Aber nee, er geht einfach in Yama. Sammeln Nummer 4. Wir könnten es trotzdem mornern. Nee, den Effekt hat. Hat er den? Nee, den hat er nicht. Ja, würde ich auch Hat er sagen. nicht. Besser als das wird Mona wahrscheinlich in dem Matchup eh nicht. Und wie gesagt, er wird den Nibiru wahrscheinlich trotzdem live bekommen. Und wenn nicht, war da drei Handtraps auf der Hand. Und das ist dann ein eigenes Problem. Ja, normal Poplar und beten, ne? Ja. Das ist jetzt blöd, das muss jetzt klappen. Also wir haben was, wenn das negiert wird, aber es wäre cooler, wenn das jetzt klappt. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Es wird sehr wahrscheinlich nicht klappen. Ja, es klappt nicht. Auch gut. Ja gut, dann hallo Linkuribu. Bisschen was haben wir ja noch. Ja. Dann gehen wir mal in Linkuribo. Ja. Dann legen wir den Poplar mal wieder unten rein. Also, was heißt bisschen, was haben wir noch? Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr. Nee. Wir haben halt den Linkuribo jetzt und wir haben halt noch die Sachen dahinter. Wir könnten jetzt theoretisch in einen Typhon gehen und den hier wieder weglegen. Damit er auch nichts hat. Den wollen wir nicht in Grave packen, ne? Nee, weil da triggert. Weil da kann der was. Ja, Deswegen dann bauen halt wir jetzt einen Typhon. Typhon und legen ihm und bouncen ihm den und latschen ihm einmal für 2-9 in die Fresse. Genau. Im Zweifelsfalle Typhon. So, set Imperm go. So. Wenn du Ja. meinen 2 anklickst, dann Ja. darfst du das sogar. So, setze ich es in die Mitte. Ja. Ja, komm. Ist ja nur diese Runde, negiert die Spalte jetzt nicht mehr. Ja. Und Auf mal der gucken. einen Seite hätte man argumentieren können, dass wenn man jetzt einfach drüber rennt, hat man das Material noch. Das können wir nicht resolven lassen. Nee. Imperm. Oder? Das fängt den Wähler, Ja. falls wir mit Imperm in unserem Zug was abstellen wollen. Was jetzt ganz praktisch ist, jetzt hat er was genommelt, in das wir einfach angreifen können. Weil wenn er irgendeinen Unchained runtergesetzt hätte. Hätten wir nicht einfach so angreifen können. Richtig. So, ja, Ja, Angriff. dann Angriff Set Go. Also der Cosmic ist nett zu haben. Ja. Zwar ist nicht viel Snake Eyes hier von uns, sondern mehr so Teil von Ja, Turbo, aber so aber läuft das Spiel. ja. Wie gesagt, das große Problem, das wir haben, ist, wenn er jetzt einfach einen Unchained runtersetzt. Also ein Unchained Wenn er Monster. jetzt setzt und Go sagt, boah. Warte, was hat er im Grave? Kein Monster. Also kein Unchained Monster. Okay, das heißt, wenn das verdeckt die Karte ist, die Trap ist, die was zurückholt, ist uns das wurscht, weil die ist nicht live. Richtig. Und die Das heißt, andere wir ist auch sprengen nicht das Ding live. nicht. Und die andere ist Das auch heißt, wir nicht live. sprengen das nicht, sondern gehen einfach in unseren Zug und drücken mal Battleface. Nein, wir normal und drücken Battleface, weil das ist Liefel. Ja. Hard Draw Oak übrigens, zwar nicht auf der Startseite, aber trotzdem. Die eine Situation, in der es cooler gewesen wäre, wenn
wenn der Poplime noch im Grave gelegen wäre. Ja gut, wir können den Effekt von Oak benutzen. Also. Ja, jetzt nicht, aber theoretisch. Ja, aber könnten. Jetzt gehen wir erstmal Battleface und versuchen, ihn umzubringen. Wir könnten halt dann noch Oak machen, sobald wir es als Threatening Roar kassiert haben oder sowas, keine Ahnung. Nee, erst ab in 2 Wochen. Nee? Darf der von der Hand? Er darf auch von der Hand, oder? Nee, vom Deck. Nein. Oder? Nee, halt, warte. Deck darf der nicht. Das ist der, nur das wenn der kaputt geht. Hand or Schuhe. Jo. Ja, aber dann können wir doch jetzt einfach mit Oak den Snake Eyes holen und den in die Spelltrap Zone packen. Den können wir vor... Ja, oder wir rennen drüber, weil der muss ja nur zerstört, also der... Nee, ja, Quatsch. Der im Speziellen ist besser, wenn er hinten liegt. Ja. Okay, ja. Der im Speziellen ist besser, wenn er hinten liegt. Wir würden gerne nicht replayen. Dann würden wir gerne Main 2 gehen. So, er hat keine Ash, genau. Hallo, Flamebirch. Jetzt müsste doch eigentlich auf Ash auch gehen können. Genau, Poplar wieder triggern. Mhm. Dann legt Poplar Oak rein. Warum? Weil dann Flamebirch Oak rausspecialen kann, der den Poplar vom Friedhof holt. Im Gegnerzug, ja. Ja, und dann kriegen wir den Surge. Ja, die Alternative wäre gewesen, einfach den Effekt jetzt nicht zu aktivieren, dann Flamebirch und Typhon wegzulinken, Flamebirch im Grave zu triggern und dann die beiden Pfosten sofort wieder zu holen. Und nicht noch einen Zug zu warten. Das wäre auch gegangen. Ja, okay. Dann packen wir den mal weg. Ich überlege gerade, warum geht denn das jetzt nicht? Achso, weil der hat zu viel Attack. Ja, dann... Der hat 3k Attack. Ja. Hat der ein Darkness oder so im Grave? Ja, Tourguide. Okay, das heißt, wir können einen Heater Engel bauen. Dark. Dark Engel bauen. Ja, mach mal Dark für Resummon, für Princess, für holt ihn zurück und dann geht's. Ja. Man könnte ihn nehmen, dann landet er auf dem Extra-Deck und nicht im Friedhof, das ist, glaube ich, wurscht. Ja, ich glaube auch, dass das egal ist. Aber for what it's worth ist es besser, ihn zu nehmen. Oh, überleg mal, Tourguide würde auf Special Summon triggern. Warum dürfen wir jetzt mit dem nicht? You cannot special summon monsters except DDD monsters. Oh Gott im Himmel! Gott, sind wir blöd! Kartenlesen ist echt nicht unsere Stärke. Nee. Ja, dann ist leider go. Ah! Aber das erklärt doch, warum er vorher nicht direkt Yama gebaut ja, hat, weil klar, er das schlicht nicht darf. Ja, genau. Ich meine, wir stehen immer noch relativ gut da, ironischerweise. Deine Restrictions sind echt der absolute Wahnsinn, ey. Das frisst jetzt. Wenn er jetzt abgibt, frisst das in der Endphase den Cosmic. Jo. Okay, okay, dann frisst das jetzt den Cosmic. Oder, nee, das frisst jetzt die Imperm. Das frisst die Imperm. Ja. Warum? Dann müssen wir Imperm und nee. Cosmic benutzen. Jetzt. Ja, dann frisst es Cosmic. Ui. Contract. Hätte er was davon gehabt, wenn der kaputt geht? Nö, er hätte halt den Effekt hier bekommen. Ja, dann hätte er eine andere Spelltrap hochjagen können. Aber was hat er davon? Auf unserer Seite kaputt jagen. Ja, was hat er davon? Er ist eine Karte von uns los. Okay. Das, ich meine. Shit. Ja. Na, Yama braucht, glaube ich, 2 Fiends. Also den kann er nicht bauen. Nee.
Er kann den Soul bauen, der. Was weglinkt. Ja, aber den können wir impern. Richtig, und dann können wir einfach mit Dark angreifen. Aber Okay, der muss in genau. seinem Zug aktivieren. Das geht nicht in unserem Zug. Er geht nicht in seinem Zug. Nein, es geht genau nur in unserem Genau, das Zug. meinte ich ja. Okay. Abhängig von unserem Draw. Das war der beste Draw im Game. Ja, Dann okay. legen wir mal den. Ah, wir dürfen den nicht für Kosten weglegen, okay. Okay, aber was wir machen dürfen? Wir könnten Nip Yep. Und ich bin normeln. gerade Ja. gewillt, das zu machen. Nein, das ist natürlich das Play. Ja. Oder den darf man doch normeln. Ja, den Ja, darf man dann normeln. normeln. Dann normeln wir den mal. Dann Original Sand Oak. Dann können wir ja wenigstens ab jetzt versuchen, es sauber zu spielen. Ja, betonen würde ich auch versuchen, aber ja. Dann für Ash. Ash sucht Poplar. Poplar Poplar sucht specialt sich. Windspell. Zum Glück haben wir die alle noch einmal im Deck. So, ja. So, hat er eigentlich schon. Der hat nur den 2000er Stock halt als Target zum Reviven, ne? Gar kein. Also Doch. ja, außer dem Revive, der nicht, der gibt zurück auf die Hand. Also sprich, es ist uns komplett wurscht. Oh, dann ist er. Okay, dann ist er einfach Fiend Spell Activate Kill. So ungefähr. Wir könnten auch nochmal mit Flame Burst versuchen und ihn in die Spell Trap Zone packen. Das ist auch das, was ich hier machen würde. Ja. Okay. Dann was Oak vom Graveyard, I guess, weil aus dem Deck holt ja gleich Ash. Wir können auch den Flamebush aus dem Graveyard nehmen und dann legt sich Ash mit Flamebush weg, um den Flamebush aus dem Deck zu holen. Stimmt, weil Ash lässt sich weg, dann haben wir die Zone wieder frei. Richtig. Ja. Dann legt sich Ash mit Flamebush weg. Der Effekt ist uns ja völlig wurscht, weil wir jederzeit einfach impermen können, insofern. Richtig. So, ja. Ach ne, warte, der triggert noch Was? nicht. Nein. Der triggert noch nicht, der triggert erst nach der Kette. Richtig. So, jetzt. Ja. Wir nehmen mal Oak Poplar zurück. Ja. Oak hat zwar keinen, kann zwar nicht triggern, weil Zone voll, aber wir haben so viel Attack jetzt auf dem Feld. Oak kann sehr wohl triggern und der Ach, triggert stimmt, auch. der Rear hier kann ja auch Rear, der muss ja nicht specialen. Ja. Wir haben keinen Wanted-Poster gezogen, fällt mir gerade auf. Wir können die Spells nicht zurückpacken. So, dann aktivieren wir jetzt Flamebush. Er macht Soul. Wir machen Imperm. Das ist die Idee, ja. Oder er macht präventiv Soul. Nee, macht er nicht. So, nichts anketten. Und wir packen ihn hier hin, damit er negiert ist. Einfach nur weil. Ja, Battleface-Angriff. Okay, Unverdient, aber gelangt hat's. das war ein bisschen holpriger, als es hätte sein müssen. Ja. Das Game 1 haben wir schon weggeschmissen. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, weil ich das Deck selber nicht aktiv spiele in Paper. Ich weiß, dass Diabelstar plus Ding durch Nip spielt. Ich weiß nicht, wie man das sauber löst. Das ist halt das Ding. Es hätte angefangen damit, dass wir halt etwas mit dem Jet-Synchron hätten machen müssen. Ja. Weil dann hätten wir ja viel früher Zugang auf eine Link- und Synchro-Summon gehabt. Ja. Du normalst immer erstmal, du normalst Ash, genau, und dann guckst du halt, was passiert. Und dann, ja. Und falls sie sich was frisst, kannst du immer auch die Bells da machen. Naja. GG an Observer. Man sieht sich nächste Woche wieder bei einer Deckbewertung. Bis dahin. Bis dahin.